Hast du das von der Schlange im Klo gehört? Oh ja, das ist eine Orgelgeschichte. Ich schaue jetzt immer zweimal, bevor ich mich niedersetze. Ja, das verstehe ich. Ich hätte auch nicht wollen, dass die Reptiloiden meine Ausscheidungen analysieren. Wie bitte? Ja, das ist doch vollkommen logisch, dass diese Schlange eine Kamera der Reptiloiden ist, mit der sie über die Kanalisation an alle unsere Informationen kommen wollen. Geh bitte, wo hast du denn diese Scheißgeschichte her? Okay. Conny, das ist doch völlig offensichtlich. In meiner Messenger-Gruppe haben wir das sofort erkannt. Also entstehen Verschwörungserzählungen jetzt aus einer Kombination von Falschmeldungen und Gerüchten? Nicht ganz. Es braucht mehr als ein Gerücht unter Bekannten, auch wenn bereits das verwerflich ist und für den betroffenen Menschen unangenehm ist und gefährlich werden kann. Prinzipiell entstehen Verschwörungserzählungen vermehrt nach einem Ereignis oder einer Reihe an Ereignissen, von dem oder von denen eine empfundene Bedrohung ausgeht. Ein Gefühl der Machtlosigkeit und Überforderung entsteht, und herkömmliche Erklärungen reichen nicht mehr aus. Es muss also eine Alternative her und die muss auch verbreitet werden. Verschwörungserzählungen sind kein neues Phänomen. Seit es die Möglichkeiten dafür gibt, also Menschen, die anonym verbreitete Informationen auch lesen oder über mehrere Kanäle hören können, kommen auch Verschwörungserzählungen vor. Was sich allerdings verändert hat, ist die Art der Verbreitung. Bekannte Plattformen spielen für die Verbreitung eine starke Rolle. Je öfter etwas gesehen wird, desto eher entsteht der Anschein, dass die gegebene Information wahr ist. Sehe ich also immer wieder Informationen, die von vielen geteilt werden, glaube ich eher, dass diese wahr sind. Zusätzlich kommt es auf sozialen Medien auch schnell zur Verbreitung subjektiver Meinungen. Nachrichten und Interpretationen können oft nicht mehr klar getrennt werden. Nicht nur wie oft etwas geteilt wird, ist von Bedeutung, auch wer es teilt. Menschen neigen dazu, Nachrichten, die sie von Freunden oder Verwandten erhalten, eher Glauben zu schenken. So können einzelne Personen, die in sozialen Medien entsprechende Meldungen teilen, ihre gesamte Freundesgruppen oder ihre ganze Familie beeinflussen. Messenger-Dienste spielen in der Verbreitung von Verschwörungserzählungen eine große Rolle. Hier kommt es von den BetreiberInnen nicht zu Einordnungen oder Richtigstellungen. Das heißt, Menschen können unwidersprochen erzählen, was sie möchten. Und wenn das der größte Blödsinn ist. Wenn das auch noch von prominenten Personen oder PolitikerInnen betrieben wird, wirken solche Erzählungen noch eindringlicher. Zusammengefasst, Verschwörungserzählungen entstehen also, um scheinbar bedrohliche Ereignisse oder Unsicherheiten fassbarer zu machen. Wie erfolgreich sie sind, hängt davon ab, ob sie genügend AnhängerInnen zur Verbreitung finden. Freunde, geliebte Menschen, aber auch Promis haben hier sehr viel Einfluss und beeinflussen durch das Teilen von Nachrichten über Messenger oder Inhalten auf interaktiven Plattformen wie YouTube, TikTok und Co. Wir alle sind gefragt, Verschwörungserzählungen Einhalt zu gebieten und FreundInnen und Familie anzuregen, kritisch und reflektiert zu bleiben.